Sie haben es gerade schon angesprochen, Bildung und Information kommt in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem tendenziell eher zu kurz. Das sind Fragen, die auch die Kommission beschäftigen. Wie weit ist man da inzwischen? Also richtig weit sind wir noch nicht, weil wir jetzt erstmal die Rundfunkanstalten gebeten haben, konzeptionell was vorzulegen. Da gab es ein erstes Eckpunktepapier, das im Herbst gekommen ist. Das war erstmal auf Synergieeffekte und ein bisschen technische Umstellungen kapriziert. Und jetzt müssen wir mal schauen, was die Rundfunkanstalten als nächstes vorlegen, auch im Bereich, ich sag mal, programmlicher Entwicklung. Gleichzeitig ist es natürlich so, die Länder geben ja jetzt auch nicht vor, was die Rundfunkanstalten machen sollen, was sie berichten sollen, aber den Auftrag geben sie natürlich vor. Und ob man den noch mal qualifiziert im Sinne von mehr Information, weniger Unterhaltung oder Begrenzung sehr teurer Sportrechte, das ist eine Diskussion, die wird wahrscheinlich erst im Herbst dann anstehen. Aber man würde ja nicht darüber reden so explizit, wenn man da nicht ein Problem sähe. Also wo sieht denn die Politik da derzeit die Probleme? Das ist sehr verschieden. Also es gibt welche, die sagen, der Rundfunkbeitrag ist insgesamt schon relativ hoch und wir wollen eigentlich nicht mehr Geld in dieses System geben. Und es gibt Leute wie wir, ich sag mal Thüringen, die sagen, eher ein qualifizierter, guter öffentlicher Rundfunk wird auch weiterhin Geld kosten. Und er wird auch Kostensteigerungen haben, allein schon durch Inflation. Gleichzeitig geht es schon darum, auch Doppelstrukturen abzubauen. Also es kann irgendwie nicht sein, dass es eine Veranstaltung gibt, wo am Politiker 6 Mikros von ARD-Anstalten unter die Nase gehalten werden. Da fragt sich jeder, warum geht das nicht mit einem? In Deutschland gab es letztes Jahr ungefähr 630 Krimis erst ausgestrahlt und keine 20 Dokumentarfilme in den Hauptprogrammen ARD und ZDF. Ist das ein Verhältnis, was stimmen kann? Das ist ein Verhältnis, das überhaupt nicht stimmt. Also man muss jetzt nicht sagen, das Verhältnis muss umgekehrt werden. Das ist wahrscheinlich ziemlich unrealistisch. Aber allein wenn man die Anzahl der Dokumentarfilme verdoppeln würde, hätte man ja immer noch über 100 Krimis. Also insofern ist, glaube ich, die Krimi-Leidenschaft kann weiterhin gestillt werden. Und gleichzeitig gibt es ja wirklich tatsächlich sehr viele Sender und Auswahlmöglichkeiten heutzutage. Insofern können sich auch die Öffentlich-Rechtlichen durchaus darauf besinnen, mal Dokumentarfilme mehr zu zeigen. Ein großes Problem für unsere Branche ist, dass es sich so eingebürgert hat in den letzten Jahren, dass der lange Dokumentarfilm in der Regel nur noch zu 30% durchs Fernsehen finanziert wird, während es natürlich bei großen Unterhaltungsformaten, Spielfilmen, Tatort zum Beispiel in der Regel so ist, dass die immer voll finanziert sind. Auch da hat sich eine Schieflage entwickelt, die mit der ungesunden Verzahnung von Fernsehen und Filmförderung zu tun hat. Im Grunde subventioniert sich das Fernsehen ja selber durch die Filmfördermittel, die wir als Produzenten einwerben müssen, um unsere gerade die langen Dokumentarfilme überhaupt finanzieren zu können. Wir sehen das Fernsehen eigentlich hier in der Chronistenpflicht. Das heißt, das Fernsehen ist aufgefordert, das Budget für den langen Dokumentarfilm und aber auch für die dokumentarischen Formen deutlich zu erhöhen. Wie sozusagen spielt das eine Rolle in Ihren derzeitigen Gesprächen, dass diese chronische Unterfinanzierung des Dokumentarfilms, dass das Fernsehen eben sozusagen die Filmförderanstalten eigentlich missbraucht, um ihre Programme quer zu subventionieren und dadurch auch den Auftrag nicht erfüllt. Da sehen wir ein wirkliches Problem. Ist das schon Thema bei Ihnen in der Kommission? Das ist mehrfach Thema. Ich bin ja auch im Aufsichtsrat der MDM, der Mitteldeutschen Filmförderung. Und da ist es natürlich auch Thema, weil man sagt, da ist zwar auch das ZDF Mitglied, aber die maßgeblichen Beiträge werden durch die Länder geleistet. Mhm. Das ist natürlich keine, und der MDR ist auch Mitglied, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich dann explizit andere Filmprojekte fördern wollen und nicht Fernsehen kofinanzieren. Das ist auch schwierig eigentlich, weil das Fernsehen ist ja durch Beiträge, gerade nicht durch Steuern finanziert. Und wenn da quer von der Seite Steuern reinfließen, ist das auch systematisch schwierig. Also insofern haben Sie recht, es muss eine Erhöhung meines Erachtens geben. Das Problem ist, auch wenn man sowas fordert und in anderen Bereichen nicht zu Einsparmaßnahmen kommt, wird man zu einem erhöhten Finanzbedarf kommen. Das heißt auch erhöhte Beiträge erstmal. Die allermeisten Länder orientieren auf sehr strikte Beitragsstabilität, auch über die nächsten Jahre. Und da ist noch nicht mal ausgemacht, ob das heißt relative oder absolute Beitragsstabilität. Also heißt, die 17,50 bleiben als Summe fix oder man sagt, okay, die 1,5% Inflation pro Jahr werden zumindest aufgeschlagen. Das ist alles noch nicht ausdiskutiert. Insofern stehen uns auch noch Diskussionen ins Haus, sozusagen, wie man solche zusätzlichen Posten, wenn man sie finanzieren möchte, sozusagen hinbekommt, ohne den Beitrag direkt
so zu tangieren, dass er hochgeht. Und dann lassen Sie mich noch einen Satz sagen zu der anteiligen Finanzierung. Ich finde es ganz interessant, dass, oder andersrum, es ist festzustellen, dass die meisten Zuschauer sagen, ich zahle 17,50, zahle ich mehr oder minder gerne. Dafür erwarte ich aber auch, dass das mein Programm ist. Ich habe das ja schon bezahlt. Deshalb die 7-Tages-Frist in den Mediatheken sehen überhaupt ganz wenige Leute nur ein, weil sie sich dann auch nicht auskennen mit der Rechten und so weiter, sondern sagen, ich habe dafür bezahlt, wieso kann ich mir das nicht weiterhin anschauen? Und das ist erstmal ein legitimes Argument, das muss man zur Kenntnis nehmen. Insofern plädiere ich dafür, in möglichst vielen Bereichen eine Vollfinanzierung hinzubekommen und aber eigentlich dann auch bei einer vollständigen Rechteübergang an die Anstalten, zumindest in der Verwertung in der Mediathek. Ob die dann noch anders verwertet werden können durch den Hersteller oder Produzenten, ist dann noch mal eine andere Frage. Aber dass es quasi die Rechte dann ablaufen für die Öffentlich-Rechtlichen, das ist, glaube ich, kein gutes Modell auch für die Legitimierung des Beitrags. Ja. Naja, die AGDOC vertritt ja hier die These, verbieten statt vergüten, vergüten statt verbieten. Tatsächlich müssen wir im Moment verbieten, weil es nicht vergütet wird. Ne? Das ist das Dilemma, in dem wir sind. Genau, wir brauchen auch eine Vergütungsstruktur. Die kann man dann über Zeit regeln, die kann man über Abrufe regeln. Da kann man sich gerne zusammensetzen und gucken. Aber wenn was dann auch groß nachgefragt wird, auch in der Mediathek, würde ich sagen, ja, dann sozusagen muss das extra vergütet werden, selbstverständlich. Und da finde ich es eigentlich auch sinnvoll, weil gerade im Dokumentarfilmbereich sind das ja nicht die Riesenproduzenten, die dann noch den Weltvertrieb in der Regel gewährleisten können. Insofern ist das für die vielleicht auch eine interessante Plattform, einfach das weiter auszuspielen, wenn es dann adäquat vergütet wird. Letzte Frage, Sie haben die soziale Lage der Dokumentaristen, der Fernsehschaffenden insgesamt angesprochen. Wo sehen Sie da die Schieflage? Sie haben den treffenden Vergleich gemacht, dass sozusagen der Staat zahlt, muss eigentlich das Versagen der Institutionen dann alimentieren. Ne? Und ja, das geht eigentlich. In Altersversorgung ganz oft, ja. Wenn wir eine so schlechte Vergütungsstruktur haben und auch keine tarifliche Absicherung von Altersversorgung für ganz viele AV-Schaffende, dann führt das dazu, dass, wie wir herausgefunden haben, in Thüringen über 50% der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, keine ausreichende Altersversorgung haben. Das heißt, die fallen in Altersarmut und müssen Entschuldigung, aufstocken beim Staat. Und das ist eine Quersubventionierung durch den allgemeinen Steuerzahler für eigentlich Fehler, die in der Branche liegen. Das kann kein allgemeines Konzept sein, dass quasi niemand eine Altersversorgung hat und am Schluss das nur staatlich irgendwie geregelt werden und aufgefangen werden soll.